wollen wir gucken, was die Spitze macht. Die Kamera könnte mal mit der Spitze mitgehen. Vielen Dank an die Regie. Jawohl. Das ist Nicker, das kennt ihr nicht. Führt für Olli Kainz. Dahinter ist es Lukas Luhr auf Rang 3. Dann schon das erste Cup-Auto mit Antje Hiekewitz mit dem Land Motorsport Porsche. Da hinten ist Roland Schwach in der 114. Und Mannheim Racing, der versucht jetzt noch eine Kamera zu weisen. Alle aus. Ein Wagen den Abstand mittel. Ja, und jetzt genau. Dort, also turbulente erste Startrunde. Turbulente zweite Runde. Das Ausbau für den Audi der 99. Beide Startrunde kommen. Ich bin aber auch gespannt, ob der Mercedes rausfährt, weiter mit der Zweite auf den Ausbau und bleibt oder ob ein Stefan Schmitte reinkommt. Wir konzentrieren uns zunächst einmal auf den Start und der MLS kommt in diesem Moment reingefahren, Bernd Schneider an der Box. Wir konzentrieren uns auf den Start der zweiten Startgruppe, die jetzt in diesem Moment auf Start und 4 kommt. Das sind allen voran die Audi CCS aus der SC3D um Rädermotorsport. Das sind die SC5 Autos von Livestrip.com Racing, respektive